Gut, dann gehen wir mal den letzten Samariter holen, der ist irgendwie im Norden. Oder wir lassen das Spiel abstürzen. So, während das Spiel startet, gehe ich ganz kurz einmal auf Toilette. Bis gleich. Nest, schöne gute Nacht, schlaf gut und einen schönen Donnerstag. You must now choose a room in your home, which will give the best protection from fallout. If you live in a house, the safest place is the ground floor or basement. Choose a room with the smallest amount of outside wall. The farther you are from outside walls and the roof, the better the protection. If you live in a block of flats, which is more than 5 floors high, it is important not to use the top 2 floors. The safest places are inside passages away from outside walls and windows. If the block is 4 floors or less, the best place for a fallout room is the basement or ground floor. If you live too high up to be safe, you must make arrangements now with your neighbors in the lower floors, or make some suitable arrangements to shelter with someone close by. If you live in a one-story house, like a bungalow or prefab, the building itself will not give you much protection. So the best thing is to make arrangements now to shelter with someone close by. If this is not possible, look for a space in your home which is farthest from the roof. If the stairs are on an outside wall, make the wall thicker with bags of earth or sand. Stack the bags up to a height of about 6 feet. Here is another idea. Use tables if they are strong and large enough for you and your family to shelter beneath. Make solid sides around the tables out of heavy furniture, boxes filled with sand, earth, or books. If you can, lay strong boards or doors across the top and cover them with bags of heavy material. This will make a good roof over your refuge. If you live in a caravan or other building of lightweight construction which provides you with very little protection against fallout, your local authority will be able to advise you on what to do. Whatever type of refuge you have, the main thing to remember is that the more heavy material you have around you, like earth or sand, the more chance there is of saving your life. So ist es. Baut euch Burgen aus Kissen. Oder so. Kissenburgen. Did you have any luck? Splendid. Here's that signature. And this is... Hello. I'm Miss Abigail Bruner, the school teacher. See ya. Ja, alles andere haben wir schon angeklebt. Brauchen wir kein zweites Mal von ihr hören. Das nehmen wir auch noch mit. Das haben wir auch schon gehört. Also, weiter geht's. Ohne Crash diesmal. Ich habe übrigens immer noch nicht verstanden. Ich hatte mal von meiner Dings, hatte ich mal dieses Kopfding ab, weil ich dann Akkubetriebenen dran gemacht habe.
Und ich weiß nicht, wie ich das Ding wieder da durchkriege durch dieses Headset. Was ist ein Problem für Zukunfts-Ich? Jetzt müssen wir erstmal nach Norden. Und es wird auch langsam hell. Lukazela. Du. Ob wir irgendwo ein Protokoll stehen haben, wo diese Frau aus dem Safe ist. Ich würde die nämlich gerne gegen Archie tauschen. Aber Archie seine Story und Nebenmission durchhaben. I love you too much. Here we go again. I just want to stop a great big flame down in your heart. More than I'm used to. You see, way down inside of me. Erstaunlich schwierig, so eine Ratte zu treffen. Darling, I have only one desire. Kleine Bastarde. And that one desire. Müllhaufen. Geil. Rohr und Handschellen. Banky. Ja.
Der explodierte Leichnam einfach größer als das Originaltier. That was I don't want to set the world on fire by the ink spots. It's time for a paid advertisement. Or rather, an unpaid advertisement this time. Are you a pistol looking to fancy up your looks? Do you think your pompadour needs a little more pomp? Then come on down to the Camden Market, where pomade is on sale. Pomade is so good. I would use it if I had hair. Which I don't. Auf einmal sind da Leute überall, oh mein Gott. Thank you, Olivia. Maybe I should try pomade then. Do you fancy any sports, Olivia? A bout of badminton here and there. Why? I had a segue here. But I forgot because of that adorable answer. Oh, stop it, you cad. Like the sight. The ink spots are next. Die Hände des Klempners, was hab ich denn jetzt?
Ich habe jetzt nach längerer Pause mein Fahrrad wieder etwas flock gemacht. Oh, Pistol Packing Mama by Vic Schorn and his orchestra. Featuring Bing Crosby and the Andrews Sisters. Ja. Das wäre auch so gesagt, so. Weißt du, es wird ja echt früh dunkel. Inzwischen. Aber Reifen aufpumpen. Musste ich bei meinen auch, dann wäre es auch wieder fahrbereit. Aber das steht so entspannt neben meinem Bett. I think you need to reconsider your definition of pacifism, Olivia. It's time to shake your tail feathers here at Crystal Palace. Find your nearest partner. Ah, die Hände des Klempners, das war eine Bar, da müssen wir hin. Good rocking tonight. Show me how you boogie, Olivia. Das ist nur 2 Kilometer weit, das ist ja entspannt. Ja. Und wenn man schon ein Fahrrad hat, dann kann man das auch nutzen. Ja. Echt endlich. Ja, Kirchhof. Das Wetter, ja. Ja, das war ja auch ein krasser Umschwung. Ich weiß nicht, ob es südlich auch so war, aber hier oben im Norden hat es einfach von Samstag auf... von Sonntag auf Montag so 10 Grad weniger. Weniger? Ich Sprachen beherrsche. Mit Wörtern ich kann werfen, mal um mich. Melone. Deswegen waren wir mit Dänemark ganz happy, dass wir das letzte warme Wochenende noch so mitnehmen konnten. Plötzlich, ja, bei uns die letzten 2 Tage auch. Ich werde aber auch, glaube ich, mein Fahrrad wieder zum Leben erwecken, weil ich habe Montag nach der Arbeit eine Viertelstunde im Parkplatz gesucht und das hat mich so genervt. Fahre ich lieber mit dem Fahrrad und fahre mit Regenklamotten, bevor ich hier wieder eine Viertelstunde im Parkplatz suchen muss. Und 8 Kilometer Strecke verfahre. Zu. I dedicate this song to everyone who dreams of an orange colored sky. Strange thing to dream of, but I appreciate the sentiment. Here's not King. Höchstwahrscheinlich ja. Würde ich mal wetten, ja. Kann halt höchstens sein, dass jetzt Fahrradfahrenbewegung ein bisschen ungewohnt ist. Wonderful you came by. I was hermit a tune
when out of that orange colored view. Ach nee, das ist das nicht, wir aber in die andere Bar. Oder hängen die miteinander zusammen? Interessant. Nee, hier ist niemand. Er ist einfach durch den Fußboden gefallen. Meine beiden Arme sind gebrochen. Kann gerade nicht so gut zielen. That was Orange Colored Sky by Nat King Cole. Joanna, wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, wie geht's? Schönen Feierabend oder was auch immer. I don't think there's a better voice in the world. Arbeitet alle unterschiedlich. Ich weiß nicht, wann ihr Feierabend habt. She makes my heart swoon, just like Molly Puppy on my chest. Das ist ganz geil, dass die Waffe so Explosivmunition hat. Ach, deswegen ist er durch den Fuß durch die Decke gefallen. Das ist ein Loch. Schichttag hatte ich heute, Frühschicht. 4 Tage noch, dann ist wieder Wochenende. 4 und 3. Wochenende ist das nicht, ist ein Tag frei. Ich hoffe, es geht gut. Wie ist der Eindruck von Warhammer? Ich habe mir mit Absicht noch nichts angeguckt. Weil ich sowas von spielen werde. Gefleckter Dick. Ja, nur weil es Warhammer ist, kann das Spiel ja trotzdem doof sein. Oder schlecht oder blöd oder irgendwas nicht. Cool sein dran. Ich glaube, ich mag die Pistole sehr. With a smile, can
Hätte ja auch sein können, dass du sagst, ey, das ist voll kacke. Weil zum ersten Space Marine gab es ja anfangs ganz viel negatives Feedback. Bis die dann irgendwann nachgepatcht und ausgebessert haben. Aber gut zu hören. Spätestens nächsten Monat, wenn ich Urlaub habe. Weil es geht auch gar nicht so lang, glaube ich. Das ist jetzt kein 100-Stunden-Spiel, zum Glück. Cool. Ah, fantastic. That was Billy Holiday. Skop und Wirbelsäule. Dinge, die man im Schlafzimmer liegen hat. Time for a paid advertisement. This one comes to you courtesy of Ahab. We've got some of the best music you'll find in Old Blighty, whilst also channeling the best there is from across the pond. There's also news, bits and bobs, but mostly music. Next is Mr. Bentos with his tunes about that girl. Ein Bierdeckel finden. Irgendwo ist hier ein Bierdeckel. Oh, es geht aber auch noch weiter nach oben. Ja, sogar auf Reserve war der Rückgrat. Da ist der Bierdeckel. Fusionskerne halten 10% länger. Genau, dass es in Dreierkorb geht, habe ich. Wusste ich. Das ist doch schon mal cool. Ja, und dann geht es halt nur 8 bis 10 Stunden, aber wenn es 8 bis 10 Stunden voller Gewalt und gut sind, ist doch mega nice. Hat auch nicht jederzeit irgendwie 50 Stunden in ein Singleplayer-Spiel zu stecken. Hat die eigentlich nicht safe geguckt? Ja, gerne. Und vielleicht wird das Kontrastprogramm zu Wukong, wenn ich wieder eine Milliarde mal sterbe. Bisschen Souls-like mit Son Goku. Oh, ich habe mich selbst. Ich war zu nah an der Explosion dran. A rose from
Ist doch, ja, so, ist doch schön, so zum Feierabend dann einfach nochmal so eine. Am Tag so eine. Weiß man, okay, ja, hat man was, worauf man sich freuen kann. Und Dinge jetzt zum Explodieren bringen kann. Diese Bestellung ist seit 76.650 Tagen überfällig. Schrankenmechanismus. Sind die zwei Bars nebeneinander? Ja. Ja, so, auf so Rezession braucht man ja gar nichts geben. Take a look. What do you have? Es sieht ja einfach aus wie eine Bar mit Getränken. Not particularly. Well, unless you think out-of-shape drunkards getting pissed and stumbling downstairs to get their bloody blocks knocked off is interesting. I know I did for a while. Now it's just kind of sad. Need anything else? Mad Jack's boxing gym has run out the basement down there. If you're feeling brave enough, head on down and see for yourself. So, you gonna order a drink or what? Until next time. Britannia rules the waves. It certainly does. Am I right? Chroniken von irgendwen, irgendwen. Hey there, fellow wasteland wanderers. This is Mr. Villain. And I'm here with my... Einschüchternfähigkeit wird um weitere 25% erhöht. 100 Siege in 100 Schlachten zu erreichen, ist nicht der Gipfel des Könnens. Dem Feind kampflos zu unterwerfen, ist der Gipfel des Könnens. Das ist richtig. Had to make this holotape to share a good laugh about our uncanny similarity in names. I mean, what are the chances, right? In a world gone mad, where we've got mutants, ghouls, and all kinds of weirdness, we end up bumping into each other with names like Villain and Villain. Honestly, folks, it's been a source of amusement ever since we crossed paths. You can imagine the double takes we get from people when they hear our names. Well, take that pile, you're throwing them into the wharf tonight. I'm running a boxing gym down here, not a bloody charnel house. We're in some rundown town. Es gerade passieren sehr viele Stimmen durcheinander. And when someone says, Mr. Billing, we're both answering with the best pugilist in all of Blighty. It's like a sitcom skit in the middle of the wasteland. We've had our fair share of laughs over this. And you know what? Laughter's a rare currency these days. So we decided to record this holotape just to spread a bit of laughter. Life's too short. And in a world this chaotic, it's the little things that keep us going. So, here's to unexpected friendships and names that make you do a double take. And here's to making people smile, even in the darkest of times. exactly. So, fellow survivors, wherever you are, take a moment to enjoy the quirks, the oddities, and the funny coincidences. Because even in the midst of a nuclear wasteland, there's room for a good chuckle. Couldn't have said it better myself. This is Mr. Villain, signing off with a smile.
And this is Mr. Villain, reminding you to find joy in the unexpected. Laughter's the truest kind of survival. Ach, geschafft. War das eine Leiche? Oh, that bloke back there. Nah, he was just resting after his bout with Mad Jack. Nothing to worry about. Now, what can I do for you? Hey, wir sind richtig schlecht im Kämpfen, ne? Du bist hier, um... Oh, well, don't get too far ahead of yourself now, mate. First, you have to prove you're even worth Jack's time. After all, if you want to make something as hard as a diamond, you got to start with coal, not butter. Get my meaning? If you can survive just 60 seconds in the ring with old Mad Jack, you're in. It's as simple as that. But trust me, those 60 seconds feel like 60 years when you got the fury of God raining down on you. Think you got what it takes? 20 tickets a try. Oh, love the confidence. Hop into the ring when you're ready. Let's get this over with. Get in the ring so I can break you! Weil der kann ohne seinen Mund aufzumachen. Mann. Good luck, kid. Hat er mich gerade ausgezogen?